da diese gemeinsame Kooperation hinbekommen. Ich denke, das sollten wir auch für den 5. Oktober hinbekommen. So, denn ich glaube, da ist es wichtig, dass wir mit ganz vielen Leuten auf der Straße sind. Uns ist es natürlich nochmal wichtig, dabei zu sein und klar zu machen, so, das sind nicht irgendwelche harmlosen, betenden Menschen, die ein ganz wichtiges religiöses Anliegen haben oder so, sondern da sind eben ganz harte extreme Rechte dabei, Fundamentalisten und vor allem eben Menschen, die anderen Menschen das Recht über ihren eigenen Körper absprechen. Und das ist etwas, was überhaupt nicht sein kann. Ich habe mich sowieso immer gefragt, wie man drauf sein muss, um irgendwie anderen Menschen quasi als Gehsteigbelästiger aufzulauern, die eine Beratung in Anspruch nehmen wollen und Hilfe brauchen. Also das ist einfach, das ist widerwärtig, das ist abstoßend. Und ich glaube, da muss man jedes Mal Flagge zeigen und Präsenz zeigen und klar machen, dass solche Verhaltensweisen einfach nicht geduldet werden können. Wir müssen allerdings leider davon ausgehen, dass im Zuge des ja, leider zunehmenden Rechtsrucks solche Verhaltensweisen und solche Übergriffigkeiten zunehmen werden. Das Recht des Gedanken gut oder Gedanken schlecht, besser gesagt, immer weiter nach vorne rückt. Leider, das müssen wir sehen, oder erstmal zur Kenntnis nehmen. Leider werden wir das wahrscheinlich heute bei der Wahl in Brandenburg auch nochmal tun müssen. Aber das Wichtige ist, wir müssen dranbleiben, wir müssen weiter auf der Straße bleiben, wir müssen klar machen, dass diese Kräfte, die die Zeit zurückdrehen wollen, die einen in die 80er, die anderen in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, dass die hier keinen Fuß an die Straße kriegen, dass die hier keinen Platz finden dürfen, dass die hier keine Betätigungsmöglichkeit finden dürfen und deswegen kein Meter die Nazis, kein Platz für die Rechten, kein Platz für Rassismus, Antisemitismus und soziale Ausgrenzung. Danke für eure Aufmerksamkeit.